So, jetzt habe ich mal das Metronom auf Tempo 90 gemacht. Da wird die ganze Sache ein bisschen interessanter, ein bisschen flüssiger, natürlich auch schwieriger. Man muss diese ganz kleinen Verschiebungen wahrnehmen und genau schauen, dass man da nicht durcheinander kommt. Das ist sehr reizvoll. So, um das hinzukriegen, muss ich erstmal wieder meine 16. hinbekommen. Mache ich mal in der linken Hand. Mache das Metronom aus. So, und auf den vierten Schlag muss ich nun das Metronom einschalten.